Hallo, mein Name ist Philipp und ich habe ein Spiel programmiert. Es heißt immer noch 10 Dinge, ist immer noch handgezeichnet, aber eine wesentliche Verbesserung habe ich vorgenommen. Es ist spielbar. Zudem sind jetzt auch Kleinigkeiten ersichtlich, die mir beim letzten Mal so leichte Schwierigkeiten bereitet haben, wie dass sich einfach mal alles bewegt und das Ganze trotzdem flüssig läuft. Wir nutzen ja jetzt schließlich STL2. Yay! Jede Runde wird durch eine Art Prolog eingeleitet, wo natürlich die Seefahrer durch die Nacht segeln und es anschließend Tag wird und völlig überraschend die Mittagssonne hereinprasselt. Wie schon damals beginnen dann Minispiele, wie zum Beispiel vom Regen in die Traufe, bei dem man ja Regentropfen ausweichen muss, und zwar mit Hilfe der Maus. Die Schiffssteuerung erfolgt dabei indirekt, wie an dem Pfeil unten erkennbar ist, da ich mir dachte, dass so ein Schiff ja eine gewisse Trägheit hat. Außerdem sehen wir in diesem Minispiel drei Ballons, die sich am Schiff befinden. Das sind quasi drei Leben. Wenn die Sonne ihre Reise beendet hat, ist natürlich irgendwann wieder Abend, es kühlt sich ab und die Mannschaft kann wieder fröhlich weitersegeln. Da kommt dann wieder diese Zwischensequenz, bei der ich mir dachte, eigentlich ist es ja ein ganz schöner Füller und darüber hinaus macht es den Moment unerwartet. Yay. In Skorbut haben zudem unterschiedliche Fallmuster den Weg ins Spiel gefunden. Oho. Was auch auffällt, ein großer Zähler, der zeigt an, wie viele Zitronen man noch sammeln muss. Und was ich natürlich zwangsläufig zeigen muss, natürlich kann man verlieren. Tropf, Tropf, Plöpp. Wer am Ende der immer schwerer werdenden Herausforderungen schließlich verloren hat, muss von vorne anfangen. Es hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Dankeschön für diese Chance.